Bonjour Leute und ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich hoffe, man versteht mich gut. Ich hoffe, ihr hört alles gut, seht auch alles gut. Und ja, heute ist endlich mal wieder soweit und es gibt ein neues Unboxing. Ihr habt es auch schon im Titel gesehen. Es gibt ein neues Unboxing, unbezahlte Werbung. Ja, das Ganze habe ich selbst bezahlt. Ich würde sagen, wir gucken rein. Eine neue Mantide gibt's von Mantine und mehr. Werde ich euch auch alles in der Videobeschreibung verlinken. Wie gesagt, alles unbezahlt von, also beziehungsweise halt von mir bezahlt, ja. Und ich würde sagen, wir schauen rein. Auf geht's. Also, hier haben wir doch schon mal einen guten Anfang. Ja, ich werde natürlich trotzdem hier das Ganze so ein bisschen reviewen und halt mal so sagen und zeigen, wie ich das Ganze finde, aber unbezahlt. So. Ja, also hier ist erstmal natürlich Rechnung und sowas. Das brauchen wir natürlich alles nicht. Und wir machen jetzt hier lieber mit dem Hauptbestandteil des Pakets weiter und fangen einfach mal hier an, so der Reihenfolge nach geht es auf jeden Fall durch. Übrigens, ich habe das Ganze am Sonntag bestellt. Heute ist es angekommen, heute ist Dienstag, ja, mit UPS. Mit Expressversand wurde das Ganze verschickt. Und ja, wir gucken einfach hier mal rein. Hab ja selbst etwas länger kein Unboxing mehr gedreht. Und zwar, ich bin ja selbst gespannt, wo jetzt hier was ist, ja. Ich habe mir natürlich nicht nur eine neue Mantide bestellt, ist natürlich auch ein sehr großes Paket, sondern habe hier auch noch ein bisschen Zubehör. Ja, an sich kann man sich natürlich so eine Brabblers-Box auch woanders kaufen, aber ich wollte jetzt einfach hier direkt das verbinden, direkt kombinieren. Ja, wir haben also hier eine Brabblers-Box mit so einer Belüftung direkt. Dann könnte ich mir vorstellen, vielleicht ist hier die Mantide drin. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die eine große Box. Und dann haben wir hier auch noch eine kleinere Box. Der Deckel war jetzt in dem vorigen schon. Ja, eben kann man immer mal haben, kann man nie wissen, wofür man es noch braucht. Ist immer ganz nice auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, was hier ist. Oh Gott, jetzt habe ich es schon so ein bisschen gedreht. Naja. Ich habe auf jeden Fall mehreres Lebendes. Und das hier. Ach Gottchen. Ach Gottchen. Also es geht bei mir echt nicht noch kleiner immer, Leute. Wen haben wir denn hier? Hier haben wir beides Lebendes. Hier haben wir so einmal von so einer Kalanchone ein Brutblatt. Also Kalanchone, das sind so riesige Pflanzen, die so ganz viele Triebe bilden und den gab es einfach gratis dazu. Deshalb habe ich mir gedacht, ja, was soll der Geiz? Da habe ich mir natürlich hier so einen kleinen Trieb mitbestellt. Mal schauen, ob der was wird, ist aber sicher ganz cool. Der Hauptbestandteil des Videos und zwar die Mantide. Ja, es ist eine Parasphendale Affinis oder CF Affinis, ist es nicht ganz sicher, ob es eine Affinis ist. Auf jeden Fall eine Parasphendale in L3 und unbestimmt, also unbestimmtes Geschlecht. Und sie ist einfach noch viel kleiner, als ich erwartet habe. Aber ihr seht sie hier, ich werde euch jetzt nochmal ein paar Makroaufnahmen einblenden, wo ihr sie besser erkennt. Sie ist auf jeden Fall super süß, super klein und ja, echt schick. Er ist unversehrt angekommen, lebt noch, also alles tipptopp. So, dann haben wir natürlich hier noch ein bisschen, ja, so Verpackungsmaterial, natürlich auch sehr wichtig, sehr gut. Und was haben wir hier? Ach so, natürlich das Heatpack haben wir hier. Ja. Genau, hier haben wir natürlich noch das Heatpack, ganz klar, ja. Ist ja jetzt auch schon ein bisschen kälter draußen, wir haben Anfang November. Ja, 72 Stunden plus, es ist noch etwas warm. Also tipptopp. Super noch verpackt, ja. Genau, also etwas warm, wunderbar. So, dann habe ich mir es ja nicht nehmen lassen und habe mir doch noch so ein 3D-Sprüher bestellt. Ja, das ist also so ein Sprüher, der, egal wie man ihn dreht, eben sprüht, ja. Weil ihr kennt es vielleicht bei so anderen Sprühern, wenn man die dann über Kopf hält oder so an der Seite hält, wenn man so befeuchten will, klappt das wieder nicht. Kommt nicht raus, dann muss ich mal erst so wieder gerade sprühen und dann wieder normal. Und deshalb habe ich mir sowas mal geholt, könnte ganz praktisch sein, weil er eben 360 Grad, egal wie man den Sprüher halt hält, da was rauskommt. Und dann haben wir also noch ein paar schöne Fruchtfliegen. Ohne geht's natürlich nicht, ja. Ich habe hier einfach noch ein paar Drosophila hydae. Ja, so die großen Fruchtfliegen. Hab natürlich hier jetzt eine Mantide und da braucht ihr natürlich auch passendes Futter von der Größe her. Da sollte sie mit den Hydae eigentlich ganz gut klarkommen. Sollte soweit passen. Sollte die richtige Größe haben.
Und genau, die werde ich eben auch weiterhin züchten, dann irgendwann auch mit Goldfliegenzucht vielleicht anfangen, wenn die Mantide dann größere Futtertiere braucht. Und ja, dann haben wir hier auf jeden Fall noch schön ordentlich Drosophila, Fruchtfliegen, Futtertiere, wie man es nennen mag. Ja, das ist auch schon alles, was jetzt hier eigentlich im Paket war. Einfach hier die Drosophila Hydae, die Parasphendale CF Affinis, eine große Brablas-Box mit Belüftung, kleinere Dose oder Box mit Belüftung, eine 360 Grad Sprühflasche und noch dieser Abzweig, das Brutblatt von der Kalanchoe. Jetzt möchte ich euch natürlich auch noch zeigen, wie ich das Becken für die Mantide eingerichtet habe, zumindest im Schnelldurchlauf. Wir brauchen also ein paar Blätter so und kleine Äste, dann so eine Rückwand, ein bisschen Bodensubstrat, eine Gartenschere oder eine andere Schere zum Zerschneiden der Äste und halt noch einfach ein bisschen anderes Zubehör wie Hölzer oder sowas. Ich habe hier so eine 5,8 Liter Brablastbox, wo ich also auch so eine Droso-Gage dran gemacht habe. Ja, da gibt es ganz viele Tutorials auf YouTube. Ich verlinke euch hier oben in der Infokarte mein Gutes. Da will ich jetzt nicht genau drauf eingehen. Auf jeden Fall kam dann zuerst die Rückwand rein, dass die Mantide auch da schön was zum Hochlaufen hat, beziehungsweise dass das Ganze auch ansprechender aussieht. Als nächstes füllte ich natürlich den Bodengrund rein. Den habe ich vorher nochmal ein bisschen mit heißem Wasser überkocht und dann wieder trocknen lassen, dass der also auch frei von irgendwelchen Schadstoffen ist, da ich ihn auch schon im letzten Mantidenbecken verwendet habe. Danach wurde er natürlich einfach schön verteilt, dass er so ein gleichmäßiger Boden ist, bisschen festgedrückt. Ja, das war so körniges Granulat. Und danach ging es auch schon weiter mit den Blättern. Diese habe ich eine Minute lang in der Mikrowelle nochmal erwärmt, nachdem ich sie mir im Garten gesammelt hatte, einfach, dass da keine Schädlinge dran sind. Habe das Ganze dann eben da reingetan, angepasst und klein geschnitten, ja, da müsst ihr einfach selbst gucken, wie das Ganze aussieht. Achtet einfach drauf, dass ihr genug Möglichkeiten habt, dass die Mantide nach oben kommt, dass sie da auch vielleicht ein paar Äste hat, die an den Deckel reichen und dass sie da einfach was Schönes Natürliches hat und viele Klettermöglichkeiten. Aber immer darauf achten, dass von dem Deckel auch immer die doppelte Länge der Mantide Platz ist, wenn sie sich häutet, dass sie da auch ein bisschen Platz hat, dass sie bei der Häutung da keine Probleme hat. So Leute, ich muss auch hier auf jeden Fall mal dazu sagen, dass ich die Mantide jetzt hier direkt in das große Becken geben werde, ja. Das ist jetzt natürlich erstmal sehr groß für sie, das ist eine 20x20x20 Brablas Box, also so das Größte, was man so einer kleinen bis mittleren Mantide geben kann. Da müsst ihr aber wirklich sicher gehen, dass ihr genügend Fruchtfliegen reingebt, beziehungsweise dass einfach die Mantide genug Futter bekommt, ja. Das müsst ihr einfach absichern, das ist ganz wichtig. Und da müsst ihr dann noch stärker drauf achten, wenn ihr euch nur sagt, ja komm hier, ich hau die Mantide rein, gebt der Futter rein, fertig. Dann nehmt lieber ein kleineres Becken, ich probiere es jetzt erstmal in dem großen. Schau, ob sie da genug findet, ob sie genug frisst, ob ich sie auch selbst sehe, könnte sein, dass ich sie erstmal verliere. Und dann entscheide ich eben auch vielleicht noch, je nachdem wie ich hier drin mit ihr klarkomme, ob ich sie in ein kleineres Becken gebe nochmal oder hier lasse. Mantiden leben eben größtenteils am Deckel und da habe ich eben hier auch schön Drosogage, dass sie sich da gut festhalten kann. Und ja, dass auch die Drosofliegen natürlich nicht rauskommen. So Leute, also es geht los. Die gute Mantide bekommt ihr neues Zuhause. Eine große Brablas-Box, wo sie jetzt nur noch reinlaufen muss. Ist immer auch so ein bisschen tricky, dass man da jetzt was Gutes findet, wo sie hin kann. Hier ist zum Beispiel jetzt so ein kleines Ästchen, Blättchen. Na komm. Ja, jetzt habe ich sie sogar noch. Und von hier gehst du einfach hier hin und zack, ist die Mantide in ihrer neuen Behausung. Hier ist sie. Und ja, jetzt kommt natürlich schnell der Deckel drauf, dass ich sie da drin habe und die Fruchtfliegen hier durch die schwarze Öffnung ordentlich füttern kann, dass ich sie aber auch nicht zerquetsche jetzt. Als ich die Mantide dann gerade in ihrem Becken hatte, realisierte ich auch, dass ich zwar die Theorie kannte, aber es in der Praxis nicht ganz umgesetzt hatte. Und zwar hatte sie viel zu wenig Möglichkeiten, nach oben an den Deckel zu kommen, sondern die Äste hörten alle vorher auf und sie war noch zu klein, um da hochzukommen. Also, wie ihr auch hier jetzt nochmal sehen könnt, habe ich das Ganze ein bisschen angepasst, ja, und so sieht das jetzt deutlich besser aus. Sie hat viel mehr Möglichkeiten, an den Deckel zu kommen, es stoßen wirklich mehrere Äste oben an den Deckel an, auch hinten bei der Rückwand sind noch ein paar Blätter, dass sie da besser hochkommt und
ja, sie hat einfach noch eine bessere Möglichkeit, an den Deckel zu kommen und dort zu bleiben. Ich beheize sie übrigens auch von oben mit einer Heizlampe, wie ihr schon sehen konntet. Diese habe ich nicht ganz in der Mitte, sondern eher an der Seite, dass die Mantide, je nachdem, ob sie es wärmer oder kälter braucht, ein bisschen entscheiden kann, wie sie es haben will. Und es hat dann meist so eine Luftfeuchtigkeit von 30-50% in ihrem Becken, also Zimmertemperatur bis etwas weniger. Und tagsüber so zwischen 20 und 30 Grad, nachts sinkt es auch mal knapp unter 20 Grad ab. Sie hat sich tatsächlich auch schon einmal gehäutet. Ja, es ist schon passiert, dass sie sich direkt am nächsten oder übernächsten Tag, als sie bei mir war, hat sie sich schon von L3 zu L4 gehäutet, ist jetzt also L4, ist damit also schon ein bisschen größer geworden. Da war sie tatsächlich nicht am Deckel und hat sich gehäutet, sondern hat sich an einem Ast festgehalten. Während ihr der Mantide jetzt beim Füttern zuguckt, werde ich einfach noch ein paar andere Fakten erzählen. Ja, die Mantide ist wie gesagt noch unbestimmt, also mal schauen, wie groß sie wird. Sie bekommt jetzt zurzeit noch Fruchtfliegen, und zwar Drosophila hydae. Nimmt die auch gut an, also ich habe ihr da direkt am ersten Tag, als ich sie im Becken hatte, habe ich ihr direkt so um die 5 Stück reingeschmissen. Und die fängt sie sich jetzt mit der Zeit, also ich erneuere so alle 3-4 Tage, je nachdem, wie sie die frisst, erneuere ich die Fruchtfliegen, gebe neue rein. Und es ist wirklich immer wieder schön zu beobachten, wie sie sich dann selbst fängt und dann eben auch frisst. Also das klappt wirklich super. Da müsst ihr eben bei so einem großen Becken auf jeden Fall darauf achten, dass ihr genug Fruchtfliegen reingebt, dass ihr auch immer was findet. Soweit geht es ja bei mir auch schon wunderbar. Also sie frisst gut, trinkt natürlich auch ab und zu was, rühre eigentlich täglich mit der Sprühflasche auch das Becken voll, halt nur ganz wenig und immer nur durch diesen Seiteneingang. Ein paar Sprühe reichen da, dass sie da einfach immer wieder Wasser hat. Und da geht es auch täglich, wenn ihr natürlich mehr befeuchtet, müsst ihr das natürlich nicht machen, denn diese Art kommt aus Steppen oder den Wüsten Afrikas, das heißt, sie braucht es nicht ganz so feucht, sondern eher warm und trocken. Ich finde, sie hat echt auch eine schöne Form und Farbe, also ja, guckt es euch einfach an, ich finde das richtig toll, gefällt mir sehr, sehr gut und auch sonst geht es ihr wirklich super bei mir, die ersten Tage laufen sehr gut, sie hat jetzt eben auch wirklich noch bessere Möglichkeiten zum Klettern, zum nach oben reichen an den Deckel, beziehungsweise auch kann sich am Ast festhalten und hat da genug Platz nach unten zum Häuten und erkundet das Becken immer sehr gerne und fängt sich da wirklich, wo es passt, die Futtertiere. Und wie ist das bei euch, Leute? Habt ihr auch Mantiden oder überlegt ihr euch, welche zuzulegen oder konnte ich euch einfach mit dem Video helfen? Lasst es mich sehr gerne unten in den Kommentaren wissen. Ich freue mich da auf euer Feedback. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir auch sehr gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert den Kanal mit der Glocke auf alle Benachrichtigungen, um kein Video mehr zu verpassen. Die Mantide scheint sich gut zu entwickeln. Ich bin gespannt, wie es mit ihr weitergeht. Ich denke, ein größeres Becken wird sie nicht bekommen, aber wie lange es jetzt zur Adulthäutung dauert, bin ich mal gespannt. Ihr könnt euch auf Updates freuen. Vergesst auch nicht, in der Videobeschreibung vorbeizuschauen und mich auf Instagram zu abonnieren. Da bekommt ihr noch etwas regelmäßige Updates in den Stories oder auch ein paar Bildern zu den Ameisen oder anderen Insekten in den Posts. Oder es gibt auch ab und zu Night-GTV, wo ich euch also auch ein Update zu einem Tier oder ähnlichem gebe. Da wird es zum Beispiel sehr bald zu dem Futtertierbecken, was ich habe, wo ich also meine Futtertiere naturnah drin züchte, ein Update geben und ich werde euch das da zeigen. Schaut doch da gerne vorbei. Das war's dann jetzt und ich würde sagen, ciao, bis zum nächsten Mal.